Was geht, liebe Mithumans? Ich begrüße euch direkt hier, ne? Ungewohnterweise, aber ich weiß, wir sind hier direkt am Hinterherlaufen, deswegen, na, wisst ihr, wie ich meine, wollte ich die Antwort nicht ins Video reinschieben. Ein Buddlerfleisch. Na, ja, wir looten später. Kein Box mehr hier mit den NPCs zu verscherzen. Er rennt sonst wohin und dem ist vollkommen egal, wie ich da zurückbleibe und so, ne? Alter, yo, Lurky Leaves! Ja, die machen coolere Sidesteps als ich, ne? Ein Mistvieh weniger. Ganz klar, Greg. Ja, Greg, kein Bock, die Lurker auch zu machen? Können wir bestimmt mit dem Greg noch machen, oder? Wenn ich die jetzt hier herpull. Greg, guck mal, wir machen das wie folgt. Na? Eine Feuernessel. Bleibst du da, Greg? Okay. Hör mal auf, hier Dumlurk Lurkily. Das nicht am Damm lurkt, sondern woanders. Hier, guck mal, Lurker. Yeah. Bleibt in der Luft vor ihm stecken. Spannend. Ja, kommt. Na, Greg. Ich sehe schon, du hast da keinen Bock drauf, ne? So, mein Freund, hier ist die Höhle. Mhm. Ich gebe dir schon meine Hacke. Irgendwo da drin habe ich den Kram vergraben. Ich hab die Stelle mit einem Kreuz markiert. Wie originell. Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Was ist mit dir? Jemand muss doch auf unseren Rückzug achten. So, und jetzt rein mit dir. Ja, okay, alles klar. Wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Okay. Aber komm einmal runter. Greg. Na, ist schon auch ein windiger Zeitgenosse. Ah, hi. Ja. Oh, hä? Du kleiner Rattengoblin. Ja, ja, genau, gell? In der Sippe fühlt ihr euch stark. Ich verstehe schon. Greg, genau. Das wäre der Moment, in dem er da eingreift, wenn man jemanden in sein Verderben schickt. Junge, was seid ihr denn so flippy? Bleibt doch mal stehen. Ein Mistvieh weniger. Okay, ja. Danke für die tatkräftige Unterstützung, Greg. Hat jetzt eigentlich nur meinen gesamten Lebensbalken gekostet, nicht die Geschichte. Na, aber waren halt auch Goblins, die sind schon ziemlich OP. Mist, ey. Naja, wir haben noch ordentlich Fleisch. Das passt schon. Löten wir uns da erstmal gediegen was rein, ne? Ah. Wochenende. Geil. Direkt mit einer Aufnahme Gothic rein starten. Oh, ich wurde in den Comments gefragt, AP, gib mal Update, hier Arbeit, Selbstständigkeit und so. Ich hab's Gefühl, ich mach das eigentlich relativ regelmäßig, ne? Aber wenn sich das jemand im Speziellen wünscht, dann, lass ich natürlich verlauten. Ich weiß jetzt wie immer nicht, ob das jeden interessiert, aber gehört halt zum Let's Play dazu irgendwo, dass man über irgendwas labert, I guess, ne? Komm, Greg, wir machen das hier draußen, ne? Du alter Hodenkobold. Ich will das hier nicht erzählen. Greg! Der eine rastet vollkommen aus. Ich glaube, der Dunkle ist den hier Leader. Und ich sehe nichts. Ja, genau, du kümmerst dich um den, dann mache ich den hier weg. Mit Fokus. Junge. Die Goblins hier sind komplett gestört. Habe ich die EP von ihm überhaupt bekommen? Das habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Wie sieht's da aus? Weg mit der Waffe. Ach, halt die Schnauze hier. Was ist mit dir? Ein Mistvieh weniger. Ich bekomme die nicht. Na bitte, geht doch. Greg, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich glaube, ich habe hier gerade keinen einzigen Punkt EP bekommen. Da ist nichts zu holen. Ja, ja, Hero ist ja okay. Na, weiß ich ja nicht. Kann mich da an Kommentare erinnern, bevor ich zu der Arbeitsgeschichte komme, die sowas ausgesagt haben wie EP. Immer wenn dich jemand begleitet, kriegst du auch die EP. Wirklich immer? Weiß ja nicht, ob der Termin. Boah, wartest du noch? Ja, halt doch jetzt deinen Schnabel. Niemand wollte mit dir reden. Okay, Greg. Na, ich will hier nur, genau, die neben dir befindlichen Goblins leer plündern. Okay, stark. Na, ohne den hätte ich das eh nicht geschafft. Dann geht uns halt ein bisschen EP durch den Lappen. Ist okay. Ist absolut okay. Ist ja hier kein Pro-Game-Run. Das können wir irgendwann mal auf Twitch nachholen. Wenn ich weiß, wie das Spiel klappt, ne, und was passiert, dann kann ich natürlich auch entsprechend mich verhalten, ist ja klar.
Sag mal, wie hatte er sich das denn erträumt? Also ich muss auch sagen, ich finde, das ist ja viel zu krass für uns, ne? Bist du ein Einzelner? Stark. Es sieht so aus. Einzelner dürfte klar gehen. Jetzt, woher kommt er denn? Also, na, weiß ja nicht. Ich verstehe. Was ist denn mit dir? Krieg dich doch mal ein! Alter, die sind ja nervig, sein Urgroßvater. Wie die nur am Flippen sind. So schnell wie die um einen rumrotieren, so schnell kann ich gar nicht rotieren. Hier der Hero, oder eher, ne, mit seiner entspannten Gelassenheit, die er aus dem Samba-Kurs noch mitgenommen hat. Da hat man wenig Chance. Ach so, das ist Gestein. Ich dachte gerade schon mit einer Hacke nach einem Schatzgraben. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, das glaube ich auch, ne? Ja, sollen wir den Greg einfach lang machen? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Der Hero, ne? Ja, also die haben uns ja hier ganz schön lang gemacht. Da kann man ja mal gar nichts sagen. Bin ich jetzt schon froh, wenn wir später nicht mehr auf Nahkampf... wisst ihr, wie ich meine? Ja, da geht natürlich noch mehr. Hier hätte man das Skelett gebraucht, oder? Das wäre cool gewesen. Immer wenn man in Unterzahl ist, wäre das natürlich lässig. Jetzt weiß ich gar nicht. Wir könnten jetzt ja die Greg-Geschichte schon erledigen. Ich würde nämlich fast behaupten, bevor ich mich jetzt hier lang machen lasse oder die rauslock zum Greg, komme ich lieber später nochmal, wenn wir ein bisschen stronger sind, oder? Obwohl ich jetzt schon Bock habe, die nackig zu machen. So ist es halt auch nicht, gell? Ja, komm, Hero. Gönn dir mal nochmal ein bisschen gebratenes Fleisch. Alter, wie würde es hier aussehen, wenn wir nicht letzte Episode den Ring, den Gürtel und sonst was rangeholt hätten, ne? Oder halt generell, wisst Bescheid, die letzten paar Episoden. Dann würde ich ja so nackig gemacht werden. Selbst so werde ich komplett nackig gemacht. Hatte ich nicht gerade schon gespeichert nach dem Essen? Doch schon, oder? Naja, ist es. Hier, ne? Also, das sind ja nochmal drei nervige Stück, ne? Mal schauen, ob ich die on the fly machen kann. Die stecken wieder irgendwo, ne? Wo sind die denn jetzt hin? Alle stuck im Eck. Wenn ich da jetzt hingehe, sind die aber safe unstuck. Ja, ja, klar. Okay. Ja, ja, das ist natürlich dann super stressig, wenn die einen von hinten hacken, ne? Ja, war ja keine Chance. Okay, das ist ja eine wilde Meile. Muss ich sagen, ja, die kann man halt auch nicht solo pullen, ne? Oh, ich nehme alles zurück. So, guck mal hier. Aha. Habt ihr gesehen, wie ich da cool zur Seite gelatscht bin? Muss man aber früh genug loslaufen, ne? Sonst klappt da nix. So, hier, komm mal ran, Freund. Na, also mit dir fahre ich Schlitten, dass nichts mehr übrig bleibt hier, ne? Ja, guck mal. Ein Mistvieh weniger. Ach, Greg. Zähl doch nix. Da ist nichts zu. Wenn du schon nicht mal hilfst. Und wenn du hilfst, meine EP geierst. Einfach so. Ja, ist schon frech von ihm. Weiß, mit einem schweren Ast hauen die mich hier zusammen. Autsch. Meine Ehre. Naja, wie dem auch sei, ich hole mir jetzt ja meine Ehre auch von anderen Orten, zum Beispiel vom Arbeiten. was soll ich sagen? Arbeit läuft cool, macht Spaß, geiler Job. Ich krieg da Obst und Gemüse jede Woche, das finde ich super geil, ne? Da bin ich ultra ready. Ich meine, wird ja auch alles nicht billiger so, nehme ich dankend an. Bin ich early mit euch. Und ja, wie gesagt, also ich fühle mich, als wäre die Tätigkeit, wie man immer so schön sagt, etwas Sinnstiftendes. Das ist schon cool irgendwie, ne? Aber klar ist, dass ich das halt mache. Hä? Geil haben wir das gemacht. Sollen wir die nicht Watras bringen? Und dann kennt der einen übel geilen Weg, damit wir instant kranker Magier werden? Sick. Da sehe ich uns. Stark. Okay, das hat sich super hart gelohnt. Na, klar ist natürlich, dass ich generell einfach nach einem Job geguckt habe. Mit dem ich das weitermachen kann, was ich halt liebe. Und das ist das hier mit euch, ne? Also, ganz klare Sache hier. Deswegen bin ich gerade eigentlich ziemlich happy, was das betrifft. Und hier zu meiner Selbstständigkeit oder so gibt's eigentlich nicht sonderlich viel zu sagen.
Ich mache halt YouTube und Twitch und verdiene damit einen Hungerslohn bis jetzt. Aber ist ja okay. Ich meine, irgendwo überhaupt was mit einer Passion bzw. einem Hobby zu verdienen, finde ich eigentlich ziemlich geil. Na, also alles in allem kann ich gerade nicht klagen. Ich bin super zufrieden, Teilzeit was zu suchen. Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Alter, ich würde ihm echt gerne die Fresse verdellen, ne? ja, muss ich echt sagen, alles in allem bin ich gerade super happy. Und das ist ziemlich cool, wenn man das sagen kann. Da bin ich froh drum. Und das macht teilweise ja auch ihr möglich. In dem Sinne, ganz herzlichen Dank dafür, ne? Ja, ja, hier, guck mal. Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit! Hier hast du es. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Also, auf dem kleinen See mit den zwei Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch zwei Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. Okay. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Klar. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht. Das würdest du bereuen, klar? Bro, ich habe nichts von dem, was du gerade gelabert hast, jemals gesehen. Na, wie zum Shit erträumst du dir, dass ich das alles jetzt finde oder mir merke, was du gerade gesagt hast? Ich hab, na, bei einem Bauern da oben, da waren wir ja aber noch gar nicht so. Cool. Habe ich das jetzt als... Bitte, das könnt ihr jetzt nicht machen. Nichts? Das... Wer war das hier? Der Mann mit der Augenklappe, genau. Es gibt noch mehr Stellen. Okay, perfekt, da ist es aufgelistet. Gut, gut, das ist gut. Das ist sehr gut, vielen Dank. Ich dachte gerade schon. Alter, das können die nicht mit mir machen, ey. Labert er da über irgendwelche geografischen Gegebenheiten, die ich noch nicht mal gesehen habe? So, ja, ja, geh einfach dahin, dann gibt's da so eine Treppe runter, klar, ne? Wissen wir ja, wie es läuft. Mit wem prügelt er sich? Das ist doch jetzt nicht sein bekackter Ernst, dass der jetzt meine EP ruiniert, oder? Wo bist du denn? Hä? Ist doch kein Bock, dass der hier irgendwo stirbt eigentlich, ne? Da unten? Alter, du dummer Vollidiot. Der haut hier die Viecher einfach weg. Ja, dann haut er jetzt noch da die Wölfe weg und so, na klar. Also weiß ich ja nicht. Da hätte ich vielleicht hingehen sollen, nachdem ich das alles selbst gecleant habe, na, aber ist ja nicht so, als hätte man diese Information, wenn man es zum ersten Mal spielt. Oh Mann, das ist ja super ass. Der hinterlässt da jetzt eine Schneise der Vernichtung, wo auch immer der langläuft, ne? Und ich kann da nichts mehr grinden. Alter. Weiß ich nicht, ne? Ist immer schwierig hier bei Leuten ein bisschen Kritik an ihrem Lieblingsspiel zu äußern, wenn das schon so ein altes, mit Liebe und Nostalgie vollgepumptes Projekt ist, aber das ist doch ein bisschen blöd eingefädelt, oder? Woher hätte ich's wissen sollen? Ich wundere mich über. Ich bin halt zuerst zur Taverne gegangen. Ja, aber so entscheiden sich bestimmt viele, oder? Als ob halt nicht. Moin, Leute. Ich wundere mich über. Erzähl wir müssen unseren Teil an die Stadt abgeben. Tun wir es nicht, bekommen wir am Ende noch Ärger mit den Paladinen. Okay, das ist ja spannend. Und erzählst du was anderes? Hey. Ist doch wahr. Ich lass mich für niemanden einspannen. Weder vom König noch von dem fetten Ona. Ich kämpfe nur für mich selbst. Ich könnte stark. Dir so etwas nicht erlauben. Ist ja super stark. Der Rucker. Das habe ich noch gar nicht. Der Rukar. Ist das Bier gut hier? Es ist nicht gerade das Beste. Aber in diesen grauen Tagen darf man nicht wählerisch sein. Klare Sache. Was machst du hier? Bis vor ein paar Wochen habe ich noch auf den Feldern des Großbauern geschuftet. Das ist irgendwann ist es mir einfach zu bunt geworden. Und ich habe mich kurzerhand aus dem Staub gemacht. Jetzt bin ich mein eigener Herr. Alles, was ich besitze, ist in dieser Truhe hier. Und mehr brauche ich auch nicht. Interessiert an einem kleinen Wettkampf? Ich wundere mich aber gar nicht. Was für ein Wettkampf soll das sein? Ich nenne es, leere den Krug in einem Zug. Die Regeln sind ganz einfach. Wir bestellen beim Wirt abwechselnd jeder einen Krug mit dem besten Bier, das der alte Zausel zu bieten hat. Jeder Krug ist bis auf den Boden leer zu trinken.
sodass er nicht einmal mehr einen Ring hinterlässt, wenn man ihn umgekehrt auf den Tisch stellt. Derjenige, der als letzter noch steht, hat gewonnen. Der Verlierer zahlt Zeche und Einsatz. Er hat auf die falschen Leute gehört. Wie wär's? Ein anderes Mal vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich werde gar nicht vor die Wahl gestellt, das direkt zu machen. Das ist ja wild. Naja, sage ich euch auch, wie es ist. Wüsste ich jetzt nicht. Ist der Hero super trinkfest? Regelt er das? Oder gibt es da irgendwelche Konditionen, die wir erfüllen müssen, damit das klappt? Ich gehe mal davon aus, dass zweiteres der Fall ist. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Ich hab was anderes. Mir erzählt ja keiner mehr was. Das ist ja traurig. Okay, dann wünsche ich dir erstmal was. Ich kümmere mich darum, dass das irgendwann klappt. Aber kommt, euch zur Liebe. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann würde ich mit dir wetten. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einem Topf. Wer gewinnt, bekommt alles. Wie hoch dein Einsatz ist, das hängt von deinem Geldbeutel ab. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Und du hast deine Wette. Das ist wirklich nicht mein Problem. Save the Greg, oder? Früher oder später. Oder der, Baltmar, ihr wisst, welchen ich meine, den Händler halt, Osttor, oder? Der sich immer vom Skip den rumbringen lässt. Vielleicht hat der ja Bock. Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenke. Was suchst du, Fremder? Vielleicht ein ordentliches Schwert oder einen guten Harnisch? Einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Das kann ich dir alles geben und noch mehr, wenn deine Münze rollt. Das ist doch alles mal geredet. Kennst du den Typ mit der Augenklappe? Ich habe ihn hier schon mal gesehen. Ein übler Bursche. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Die Miete für das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat. Und selbst dann hat er sich nur damit Zeit gelassen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Ich wundere mich aber gar nichts mehr. Seine Kiste auch. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Ja, so ein richtig unangenehmer Zeitgenosse einfach, oder? Alter, das finde ich eine ganz schlimme Eigenschaft, wenn man Leute häufig was fragt, weil sie einem etwas schuldig sind und es dann trotzdem nicht klappt. So. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Was ist mit euch los? Warum seid ihr so? Das war doch seine Entscheidung. Welche Rüstung kannst du mir anbieten? Ich habe hier ein sehr schönes Stück, das dir sicher gefallen wird. Immer wieder das Gleiche. Naja, genau die ich habe, das ist ja stark. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Nee, danke. Ich denke darüber nach. Wie du meinst. Aber warte nicht zu lange. Okay. Da kannst du nichts dran ändern. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du? Das ist doch alles nicht gerecht. Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher. Das will doch keiner wissen. Verstehe. Zeig mir deine Ware. Wenn du bezahlen kannst. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Er hat auf die falschen Leute. Was sind hier denn für gestörte Sachen im ersten Kapitel verfügbar? Bruder, sag mir nicht, du hast damit das bist nicht du doch broken. Und jetzt erzählt mir nicht, dass jeder zweite von euch, oder wahrscheinlich jeder einzelne von euch, Mittel und Wege kennt, im ersten Chapter mit so einem Ding rumzurennen, oder? So klar, benötigt ihr Stärke 150, aber das kriegt ihr bestimmt irgendwie hin. Na? Ich wundere mich über. Da geht man erst nach da, dann nach da, dann macht man das und dies und dann läuft die Geschichte. Da bin ich mir absolut sicher. Ihr habt da bestimmt Mittel und Wege, oder? Das zu erreichen. Am Anfang direkt für die Permatränke grindet. Vielleicht ist irgendwie 150 ein bisschen unrealistisch, aber so 75 oder so kriegt man lässig hin, oder? Obwohl, die Skillpunkte werden ja teurer. Da weiß ich jetzt nicht. Aber es ist irre, dass es das echt am Anfang hier... Also ich persönlich finde das irgendwie ein bisschen verrückt. Aber na, ja, und Laie hier. So, guck mal, du kannst da ein paar haben. Obwohl, wir haben gerade so viel Cash. Ich glaube, ich würde erstmal nichts verkaufen. Kein Bock, dass mich nachher irgendjemand komplett leer macht aus Gründen. Alter, wir haben so viel Cash. Und dann haben wir noch richtig viele Lederbeutel. Meinst du, mir geht es besser? Ja, das ist schon cool, ne? Dann wünsche ich dir erstmal was, Freund Nase. Obwohl, komm.
Was kostet ein Zimmer bei dir? Gib mir 50 Goldmünzen für eine Woche und du kannst dir ein Zimmer aussuchen. Nee, danke. Das war doch schon vorher klar. Verdammt teuer. Dann musst du es woanders versuchen, mein Freund. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Werde ich machen, ne? Ich wünsche dir was. Orlan, ne? Wir sehen uns. Was geht hier noch so ab? Das war keine große Sache. Yeah, yeah, yeah. Wenn er das nicht sieht, können wir bestimmt irgendwo ein bisschen rumschleichen, oder? Ist doch wahr. Sind die alle zu? Was, oh, ist, doch was ist das hier? Er stellt sich das immer so einfach vor. Einfach gestohlen. Und glaub ja nicht, so ein dass Wolfsfell, das ne? Das ist gar nichts für mich. Klau dem hier sein Wasser. Das klauen wir da noch. Da liegt doch was, oder? Hier brauchst du das nicht zu sagen. Oh, da liegt noch ein Wolfsfell, oder? Das habe ich noch gar nicht gewusst. Hm. Das will doch keiner. Stark. Ja, der arme Mann. Selbst ist aber nicht drauf. Richtig frech von uns eigentlich, ne? Aber was sollen wir machen? Das ist halt... Wir haben das geskillt und müssen auch davon profitieren hier ab und zu, ne? Das ist ganz wichtig. Ich könnte bestimmt noch die anderen Zimmer checken, aber na, so dreist bin ich jetzt mal erstmal noch nicht. Können wir bestimmt später auch noch gucken, so. Ja, well. Dann bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, was unsere nächste Mission sein sollte. Wir könnten uns schon noch mal irgendwo ein bisschen durchmetzeln. Ich weiß nicht mehr genau, von wo ich überhaupt gekommen bin. Eigentlich war ja mein Ziel, zu der Brücke hochzugehen, oder? Gehen wir mal um die Taverne rum und gucken hinten bei der Brücke, was da abgeht. Vielleicht kommen wir da ja hin. Glaubst du wirklich daran? Wir werden sehen. Erstmal die Welt erkunden. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und es kann zwar sein, dass ich hier und da beim Looten was übersehe, aber wir werden hier bestimmt noch oft genug vorbeikommen. Da bin ich absolut guter Dinge. Es würde mich sehr wundern, wenn nicht. Mal abgesehen von, um mal wieder den Punkt von ziemlich am Anfang der Episode aufzugreifen, abgesehen von Arbeit und so, würde ich auch behaupten, läuft bei mir eigentlich gerade alles ziemlich nice. Das freut mich natürlich. Ist auch immer schön, wenn man das sagen kann. Sollte man schätzen. Solche Momente im Leben oder Zeiten oder Spannen oder Intervalle oder wie auch immer man es nennen will, ne? Stimmt nicht immer so sein, aber jetzt gerade läuft. Ne? Und ich würde behaupten, ah, da hinten sind so Feldrattenräuber, ne? Und ich würde behaupten, eine Sache, die mir gerade in letzter Zeit super gefällt, ist die Tatsache, dass es halt wieder ein bisschen losgeht mit Pflanzen und so, ne? Balkon blüht allmählich auf. Schon richtig viele solitäre Bienen, die bei mir chillen und ihre Larven verstauen. Das ist schon ziemlich cool. Die sind da ordentlich am Nisten, ich sag's euch, ne? Da wird genistet, als gäb's gar nichts. Du und welche Armee? Manchmal hauen sie diesen Move raus. Das ist das Stressigste, was sie tun können. Das glaube ich, wenn ich so nah dran bin, ne? Dass sie direkt nochmal zuhacken. Das ist nämlich das Einzige, womit sie uns... Was? Oh, nee. Ah! Ah! Ja, chillt doch! Was ist denn mit euch schief? Kommen die zu acht? Klar. Ich wollte nur mit dem Feldrattenräuber ein bisschen Rambazamba und ihr, ne? Bringen die den. Das ist doch hier keine Gangart, also ich bitte euch. Eine dreiste Frechheit, was die da gerade abgezogen haben. Hier war der krasseste Kräuterspot aller Zeiten. Einfach 5 Kräuter direkt auf Hero seinen Nacken. Stark. Nehmen wir natürlich wieder mit. Ja, wie machen wir das jetzt? Schon super viele Banditen. Ich meine, gegen die habe ich ja nichts zu melden, oder? Hier 4 Banditen, da müsste ich schon irgendwas beschwören oder so, denke ich mal. Wir könnten natürlich was beschwören. Ja. Haben wir denn noch was dabei zum Beschwören? Oder sollen wir die generell mal ein bisschen bezaubern? Was haben wir denn hier? Untote vernichten Eispfeil. So ein kleiner Feuersturm. Ein paar Feuerbälle in den ihr Gesicht. Ja, aber am ehesten würde ich eigentlich schon irgendwas beschwören. Ja, dann weiß ich es jetzt nicht. Dann würde ich behaupten, wir sind hier erstmal durch, ganz ehrlich. Wenn viel reißen kann ich da jetzt aktuell nicht. Ja, ja, nee, ich will mich jetzt gerade auch nicht mit einer Blähfliege anlegen. Muss jetzt nicht sein. Wie steht's denn um den nächsten Level ab? Ja, okay, noch 500 EP, die könnte man halt schon noch irgendwie zusammengrinden. Mit den Banditen wäre das wahrscheinlich ein ziemlich sicherer Level-Up, spätestens dann, wenn wir die Quest dann abgeben.
Das könnten wir schon machen, oder? Na, wisst ihr was? Jetzt gehen wir erstmal zurück. Ich will Vatras die Statuette geben und wissen, was er dazu sagt. Generell in Kurinus noch mit super vielen Leuten labern einfach und mal gucken, was die so zu verzählen haben. Da wird es schon noch einiges geben. So, na, gerade im Hafenviertel will ich nochmal mit einigen reden. Ja, an diversen Orten letzten Endes. Die Statue, da check ich ein anderes Mal ab, na. Sonst sehen wir da jetzt nur wieder irgendwas anderes, wo ich hinterher will. Dann habe ich das alles im Kopf und erledige letzten Endes doch nichts davon. Ja, und die Banditen da oben, da würde ich, glaube ich, wirklich was beschwören. Bin ich ganz ehrlich mit euch, da würde ich doch was beschwören. Und dann haue ich die so zusammen, beziehungsweise was auch immer wir beschworen haben, haut die so zusammen. Da sehe ich uns. Genau, und dann wurde mir kommentiert, dass ich nochmal mit Laris reden soll. Hatte ich zum einen oder beziehungsweise unter anderem ohnehin vor, wie gesagt, im Hafenviertel mal noch mit einigen Leuten nochmal zu reden. Und da würde ich auch mit Laris nochmal reden, auf jeden Fall. Ja, und den anderen Treppenabschnitt gucke ich mir dann andermal an, würde ich behaupten, oder? Da haben wir zwar auch noch super viel zu tun, aber jetzt checken wir erstmal, was Vatras zu der Statuette zu sagen hat. Boah, ich hätte schon Bock, dass wir möglichst schnell irgendwie, ne, wohin kommen, wo wir, und jetzt hier wieder Spekulation meinerseits, aber ich hoffe innig, ne, dass man als Magier nicht permanent auf Spruchrollen angewiesen ist. Also, wenn dieses, was immer wieder angehaucht wurde in den Kommentaren im Gothic 1 Let's Play, wenn das mit diesen Runen oder so hier weiterhin ein Ding ist, und ich gehe mal stark davon aus, dann bin ich mir sicher, dass wir auch irgendwie ohne Spruchrollen ein bisschen zaubern können oder so, ne? Und wenn dem nicht so wäre, kann ich euch jetzt schon sagen, dass ich mit dem Magier nicht glücklich werde. Wie, ich hab's ja, hab ich das hier in dem Let's Play erklärt, dass ich gar kein Fan davon bin, wenn man sich so ganz basic Sachen, die man als Charakter braucht, als die Klasse braucht, permanent irgendwo zusammengrinden muss oder übel vorsichtig sein muss. Yo, wo setze ich das jetzt ein? Wie mache ich das so, dass es sich alles in allem lohnt? Das finde ich super ass. Na, das ist einfach nicht mein Spielstil. Also hat jetzt in dem Sinne nichts mit Gothic an sich zu tun, sondern... Mal angenommen, ich würde deine Hilfe in Anspruch nehmen. Was würde mich das kosten? Ich bin nur ein bescheidener Diener des Königs. Und würde nur sehr ungern einen kleinen, hilflosen Bürger des Reiches schröpfen. Aber weißt du, wenn du mich so fragst, hätte ich nichts gegen eine kleine Starthilfe für unsere zukünftigen Geschäftsbeziehungen einzuwenden. 10 Goldmünzen sollten für den Anfang reichen. Was meinst du? Ja, komm. Warum nicht? Hier hast du die 10 Münzen. Großartig. Wenn du meine Hilfe brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Aber tu mir bitte einen Gefallen. Komm mir nicht mit irgendwelchen Lappalien. Das kann ich nicht leiden, hörst du? Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel Mika mitnehmen und da hinten die Höhle sauber räumen, oder? Das wäre doch zum Beispiel eine geile Geschichte. Na, um den Punkt von gerade eben noch zu schließen. Wie gesagt, das hat nichts mit Gothic zu tun. Das ist generell... Ich ticke da halt so. Ich mag das nicht gern. Wenn man sich permanent irgendwie um was total Standardmäßiges kümmern muss, weil man ansonsten... Ja, nicht das machen kann, was Spaß macht. Das nimmt einem hier und da so die Lust zu probieren, finde ich, wenn so Sachen irgendwie so krass limitiert sind oder so. Na, das ist nicht ganz so mein Ding. Und Inos. Hier, guck mal. Ich hab dir hier diese Statuette, oder? Wo ist das? Ja, nee. Nee. Schild. Hat mir nicht... Doch, oder? Ja, doch. Wer hat es mir gesagt? Der Weg ins obere Viertel? Nee, ich will... Was war mit dem Kloster? Okay. Ja, well. Muss ich mir vielleicht nochmal irgendwas durchlesen, oder? Wo ist denn... Ja, hier eben, da geht doch noch was. Die Wassermagier. Ich habe Laris das Ornament von Vatras überbracht. Er will selbst den Wassermagier überbringen. Mhm. Ich sollte ihn dabei begleiten. Das können wir auf jeden Fall mal noch machen. Ring des Wassers, genau. Der Ring ist für die Wassermagier das, was die Paladine für die Feuermagier sind. Nur arbeitet der Ring im Hintergrund. Niemand soll wissen, wer dazugehört, damit ihre Anzahl und Stärke verborgen bleibt. Cool. Na... Zu den mächtigsten Gemeinschaften gehören die Feuermagier, die Miliz und die Söldner auf dem Hof des Großbauern. Ja, das ist ja alles okay. Mit wem soll ich denn jetzt reden?
hieß es nicht irgendwie der einfache Weg ins... Da ist es doch, guck mal, der einfache Weg ins Kloster. Den suche ich doch hier, guck mal, was ist da los? Da und der Feuermagier am Marktplatz wird mir helfen, ins Kloster zu kommen, wenn ich ihm seine gestohlene... Ach, die gehörte ihm und nicht Vatras. Ja, okay, alles klar. Verzeiht, my bad. Ich dachte irgendwie, die wäre bei Vatras am Start gewesen, ne? Dann ist es hier unser Boy, ne? Stark. Dann bin ich gespannt. Alter, yo, aufs Kloster habe ich so Bock. Wir keltern Wein, lernen Zauber. Hey. Da sehe ich uns. Ich habe da etwas von einer Statuette gehört, die du verloren haben sollst. So, so. Das kannst du nur von Vatras, dem Wassermagier, gehört haben. Ach, von wo ist das Problem? Ich dachte, wir hätten dem Kloster ist eine sehr wertvolle Statuette vom Festland geschickt worden. Sie ist aber niemals im Kloster angekommen. Hat man das Schiff geändert? Nein. Sie ist wohlbehalten in Korinis angekommen und ich habe sie abgeholt. Doch sie ist einer Gruppe Goblins in die Hände gefallen, als ich auf dem Weg zum Kloster war. Jetzt sieh mich nicht so an. Wir Magier sind auch nicht unfehlbar. Jetzt kriege ich es wieder zusammen. Laris hatte mir gesagt, dass Vatras vielleicht weiß, wie ich schneller da reinkomme. Dann hatte ich ja mit Vatras geredet und Vatras hatte mir gesagt, dass er hier diese Statuette und so. Na, so war das, deswegen hatte ich Laris noch im Kopf. Okay, Hast du nicht versucht, die Statuette wiederzubekommen? Oh doch, ich habe die ganze Gegend abgesucht. Leider ohne Erfolg. Kein Thema. Du sagtest, die Goblins haben sie jetzt. Sie haben sie gestohlen und sind damit im Unterholz verschwunden. Ich habe sie nie wieder gesehen. Sie haben sich wahrscheinlich in irgendeinem Erdloch verkrochen. Wo hast du die Statuette verloren? Ich war auf dem Weg zum Kloster, in der Nähe von Orlans Taverne. Orlans Taverne? Wo ist das? Du gehst hier aus dem Stadttor und folgst einfach dem Pfad, bis du ein freistehendes Haus siehst. Ja. Das ist Orlans Taverne. Zur toten Harpie. Ich hab genug gehört. Ich finde das Ding für dich. Möge Innos dich leiten und behüten vor den Gefahren, die draußen vom Stadttor auf dich lauern. Danke, Mann. Ich habe deine Statuette gefunden. Innos, sei Dank. Was wirst du damit nun tun? Gar nichts. Sie hat mir nur Unglück gebracht. Du wirst sie für mich ins Kloster bringen, mein Sohn. Selbstverständlich wirst du nur eingelassen, wenn du dein restliches Leben in den Dienst des Klosters stellst. Mhm. Aber ich bin mir sicher, um mir einen Dienst erfüllen zu können, bist du dazu bereit. Nicht wahr? Geh mit Innos, mein Sohn. Okay, schwierige Hausnummer. Eigentlich würde ich behaupten, ja geil, wir machen das direkt. Aber wo ist denn das Kloster? Geht er jetzt zum Kloster? Weil dann gehe ich mit. Ah ne, er geht da nicht hin. Ne? Wo ist denn das Kloster? Mhm, fehlt seitdem eine wertvolle Schiene. Ja, genau. Ja, ich hab das ja. Und wo ist denn ihr Kloster? Vielleicht brauchen wir echt mal eine Karte. Ich glaube, ich kaufe mir da eine. Ja, bestimmt kann man die sich irgendwie anders beschaffen, aber wir haben eine Shitton Geld und ich glaube, eine Karte wäre echt mal cool. Dann würde ich hier alles in allem auch mal ein bisschen besser klarkommen. Ja, ich glaube, davon profitieren wir alle, ne? Okay. Ja, dann lasst auf jeden Fall so eine Karte ranholen. Dann kann ich im Hafenviertel noch mit ein paar Leuten reden und so. Ne? Und abgesehen davon ist dann alles nice. Da sehe ich uns. Das wird eine gute Sache. Das wird eine runde Sache. Und jetzt muss ich aber auch sagen, ich hatte das Gefühl, so wie der über das Kloster geredet hat, du gehst da hin, aber na, dir wird natürlich nur Einlass gewährt, wenn du wirklich dann schon sagst, ey, ich will dem Kloster beitreten. Will ich das denn schon? Kann ich da noch so Quests für andere machen? Schon, oder weitgehend? Ich glaube, ihr hattet hier und da schon mal gesagt, ja, das ist dann gar kein Thema und so. Hey, du! Man darf halt nicht alles glauben, was man getan hat. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Nicht, dass sich daran was ändert. Warum hört er eigentlich? Hier habe ich irgendwie nichts Neues, oder? Was genau machst du hier im Hafen? Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Pass auf, ich gebe dir meinen Aquamarinring.
Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Alles klar. Ja, easy. Okay, das hilft uns natürlich um einiges weiter. Dann rede ich mal noch mit dem Bootsjunge. Jack, wer bist du? Bist du der Bootsjunge? Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Wer bist du? Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Korinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, hab ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaub, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da werden sie wenigstens raus aus meinem Turm. Welcher Turm? Also klar, ja, Leuchtturm, aber wo ist der denn? Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Ja, erzählt alles. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Korinis ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich nur noch Gesindel rum. Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Der Hafen ist kaputt. Warum gehst du dann nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und? Haben sie recht? Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe, dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Stark. Das freut mich für dich. Was meinst Jack. Du mit Gesindel? Sieh sie dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Alles klar. Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Das ist alles Schiet. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nichts mehr los. Der hat ausgedient. Okay. Kann man hier irgendwas helfen sonst? Das sieht nicht so aus, ne? Hier, Freundchen, wie sieht's bei dir mit einer Karte aus? Mich brauchst du das nicht. Zeig mir deine Karten. So ein paar Pokémon-Karten auch. Landkarte Korinis oder Stadtkarte? Ja, schon die Landkarte, ne? 250 ist schon viel. Aber ich will eine Karte haben, Leute. Ich will eine Karte haben. Danke, Mann. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Okay. So, darf ich die so direkt öffnen? Oh yeah, das hilft. Jetzt ist auch klar, wo das Kloster ist. Junge, was ist denn da oben für ein Goblin unterwegs? Ja, ein Riesen, ne? Okay, ja, so ist doch easy. Na, wir kamen von da. Unten in der Mitte, ich kann leider meinen Cursor da nicht hinbewegen. Ich sehe zwar meinen Cursor. Ah, nee, das ist der Pfeil, der ich bin. Ich verstehe. Xardas Turm, runter Lorbards Hof, von da aus nach Korinis rein. Dann ist das oben links der Leuchtturm. Das heißt, da könnten wir mal eventuell mit Mike hin. Mika, glaube ich, ne? Da sehe ich die Taverne, bei der wir waren. Ein Stück weiter wäre das Kloster. Ich sehe die Brücke da. Wir sehen ziemlich sicher Lorbards Hof und so, ne? Also, alles klar. Verstehe.
Jetzt habe ich Ahnung. Das war wichtig. Das war wichtig, Leute. Sage ich euch, wie es ist. Okay, er hier ist gerade gar nicht da. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Mit ihm hätte ich auch gerne nochmal geredet. Aber ist ja kein Thema. Vielleicht darf ich ja bei denen drin schnell pennen, oder? Ich habe da meine Eifer. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Er muss das ja besser wissen. Ja, komm, schnell bis zum nächsten Ort. Ja, easy, oder? Hi, Brahim. So, cool, ist jetzt der... Ja, eben. Gabel, du bist auch wieder da. Hey, du! Bisschen News haben wir ja, oder? Die Orks? Ich habe Informationen über die Orks. Lass hören! Sie sitzen im Minental fest und dort werden sie wohl auch bleiben. Zur Sicherheit lassen die Paladine den Pass bewachen. Gut, wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Klar, Was den Ork vor der Stadt angeht. Ja? Mach dir über ihn keine Gedanken. Die Stadtwache wird sich um ihn kümmern. Haben nicht wir Gut. uns... wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Um ihn gekümmert? Das ist doch lange bekannt. Ja, das passt erstmal, oder? Lass uns mal abwarten. Oder sollen wir ihn noch fragen, was im Hafen so los ist? Aber er meint ja eigentlich, oder was meint er? Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst... Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht... Verstehe, ja, das hatten wir schon. Verstehe. Ich brauchst du das nicht. Okay, cool. Ja, dann haben wir das geregelt. Na? Ich würde behaupten, das passt hier erstmal. Dann würde ich sagen, wir ziehen mal den Aquamarinring an, oder? Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Ja, geil. Statt unser Mana-Bonus erstmal, ne? Du trägst jetzt das Erkennungszeichen... Okay, ja, stark. Ist doch cool. Wo ist eigentlich unser Irrlicht? Lichtili? Mit dem sollte ich mal noch ein bisschen mehr Rambazamba machen. Muss ich das jetzt wieder... Ja, eben, Irrlicht. Alter, moin. Ja, lang nicht gesehen. Schade, dass es nicht so am Start bleibt. Ja. Irgendwann scheint es zu verschwinden. Wahrscheinlich spätestens, wenn man das Spiel irgendwie neu startet oder so, oder? Guck mal, Pablo, bist du zufällig die Ablöse? Wie ist die Lage? Zurzeit ist es ruhig. Ja, okay, dann offensichtlich nicht, ne? Torben, du vermutlich auch nicht, oder? Wer bist du? Ja, das ist er mit, yo, der Bogen und so, oder? Ist hier irgendwas auf? Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn die Orks... Ja, okay, alles cool. Ich muss ja jemanden von der... Es muss ja jemand von der Wache sein, oder? Also es ist jetzt ja nicht irgendjemand einfach. Das ist eine schlimme Sache. Oder? Quatsch. Muss ja irgendjemand sein, der hier auch so Wachenaktivitäten nachgeht. Bist du das? Das Warenlager da... Okay, du machst immer noch ihn. Ja, dann ist er das wohl auch nicht. Dann gucken wir mal weiter, ne? Wer gehört zum Ring des Wassers? Muss schon jemand sein, der auch cool ist, oder? Wir nehmen ja wahrscheinlich keine Lappen da auf. Deswegen, na? Müssen wir noch ein bisschen schauen hier. Und Innos. In seiner Weisheit. Der gute alte Innos, Mann. Komm, wir fragen ihn da hinten mal. Alter Vatras, wie er hier am Spitten ist den ganzen Tag. Ich finde das so cool. Aber okay. Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehrte. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall jemanden Namenhaften, oder? Warum darf ich denn... Ja, danke. Muss echt mal überlegen. Vielleicht steige ich wirklich mal noch auf komplett Tastatur um. Ich glaube, ich gucke mir das wirklich mal... Vielleicht finde ich am Wochenende mal die Zeit, mich da ein bisschen reinzufuchsen. Weil das mit dem Fokus nervt mich so unglaublich. Warum gebt ihr mir dafür denn keine Taste? Habe ich dafür eine Taste? Fokus. Nee. Ja, nee. Ja, well. Weiß nicht, ob das dann mit Tastatur nur cooler ist. So finde ich es auf jeden Fall nicht allzu cool, sage ich mal. Bist du... Ah, er würde mich zum Kloster bringen. Stimmt, dann können wir mit Ulf ja zum Kloster walken, ne? Ach so, das ist mein Irrlicht, nicht er. Alles klar, danke, Irrlicht. Nee, ich gebe ihm jetzt kein Bier aus. Hatte Laris nicht irgendwas vom Marktplatz gesagt? Dann wäre es vielleicht auch klug gewesen, das hier wird der Marktplatz sein, oder?
Kanta, du bist es aber nicht, oder? Ja. Ich muss von mir. Ja, Kanta. Das ist ja eben egal. Hey, du. Wie sieht's bei dir aus? Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann. Ach, ich wollte doch nur mal nachfragen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Okay, Ach, erzähl mir nicht so etwas. Du vielleicht? Auch eine normale Stadtwache. Hakon? Wer von denen ist es denn? Ich habe das Gefühl, ich muss da noch ein bisschen weiter durchgehen. Ne? Der ist doch alt und weise. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Hä, nicht beim Ring des Wassers. Ich glaub's ja nicht. Das habe ich schon. Würden die das direkt ansprechen? Daron ist bestimmt nicht beim Ring des Wassers, oder? Der ist viel zu krass, als dass der da chillt. Das weiß doch inzwischen jeder. Nee. Ich habe verstanden. Das ist mal wieder typisch. Ja, well. Komm, hey, du. Frag ich auch noch. Ja, nee, gell. Verrückt. Naja, wer bleibt denn da noch groß? Meint der vielleicht doch das da hinten mit dem Marktplatz? Oder habe ich gerade einfach nur das Pech gehabt, jemanden zu verpassen? Muss ich doch auch die Stadtwachen anlabern? Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Das ist natürlich schlecht, wenn nichts ist, ne? Und keine Dunkelheit. Mhm. Dunkelheit. Und so stellte er sich. Ja, hä? Okay. Brian? Quatsch. Hä? Hier, als ob du dazugehörst, oder? Hey, du! Ah, nee, auch nicht. Mächtige Axt hier. Ah, er hat jetzt die Ork-Axt auf dem Rücken geschnallt. Stark. Torben, du weißt da auch nichts, oder? Als ob du zum Ring des Wassers gehörst. Ah, was mussten wir nochmal für ihn tun, dass er uns Dietriche verkauft? Wie war das? Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen. Aber ohne dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nicht sitzen. Hä, der macht das einfach. Okay. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Du hast Gritas Schulden bei Matteo bezahlt. Scheinst mir ein anständiger Kerl zu sein. Ich werde dir beibringen, was du willst. War das nicht so teuer mit 250 oder so? Allerdings kann ich es nicht umsonst tun. Ja. Ich hab... Wie viel verlangst du? 200 Goldstücke. Ja, das ist natürlich eine Menge, aber das würde ich mitnehmen, oder Leute? Nein, da... Gut. Hier sind die 200 Goldstücke. Das Geld wird mir sehr helfen. Wir können anfangen, sobald du bereit bist. Ich bin bereit. 10 LP. Hätten wir, glaube ich, oder? Ja, kommt. Bring mir bei, wie ich ein Schloss knacken kann. Ja, Mann, Mana only. Wenn du ihn im Schloss vorsichtig nach rechts und links bewegst, kannst du den Mechanismus aufhebeln. Aber wenn du ihn zu stark oder zu schnell in die falsche Richtung bewegst, dann wird er dir abbrechen. Je geschickter du wirst, desto weniger Dietriche brauchst du. Das ist eigentlich schon alles. Das klingt ja fast so, als hätten sie das Dietrich-System überarbeitet. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Ich bezweifle das allerdings. Wenn ich noch welche habe? Ach, ich kriege hier jedes Mal einen neuen Tagebucheintrag. Ja, die nehmen wir direkt alle mit. Oder? Ja, ja, safe nehmen wir die alle mit. So, dann sind wir auch wieder richtig schön arm as shit. Nehmen wir die noch mit. Na, sind wir komplett arm. Das ist gut. Denn dann kann uns auch niemand unser Geld klauen. Also schon, aber es ist dann halt nicht schlimm. Ne? Das ist Strategie, wisst ihr? Okay, ja, cool. Dann wie... Oh, nee. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode. Ich will unbedingt noch die Person finden, die Laris ablöst. Dann würde ich super gerne mit der Person beim Freibierstand zum Kloster latschen. Ich glaube, das wäre eine geile Idee. Ja, solche Geschichten, oder? Ich glaube, das wären erstmal so die fettesten Sachen, die wir machen könnten. Und wir können jetzt natürlich Schlösser knacken, darauf habe ich auch Bock. Muss man dann mal gucken, wann wir wie irgendwie vielleicht mal nachts ein bisschen durch Korinnes schleichen oder so, ne? Und mit Mika könnten wir mal noch hinten, ne, wenn wir hier zum Osttor rausgehen circa, dann sind wir ja nach links und dann war ja da die Höhle, wo die Banditen drin waren. Da könnten wir Mika mal fragen, beziehungsweise mitnehmen und gucken, ob der das packt. Wäre auch eine Idee. Ja, da habe ich auch sehr hart Bock drauf. Genau, dann mit diesem Ausblick wünsche ich euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst Liebe da, euer P. Ade. Wer diesen Song nicht kennt, hört ihn jetzt zum ersten Mal. Dieser P. Big Boris.
Dieser P, immer da, immer klar, Superstar. Alles, was ich will, ist noch eine Folge Gothic, ja. Let's Plays kommen direkt aus dem Paradies. Wenn du willst, dass es knallt, dann abonnier fies. Oder mach einen Kommentar zur Folge im Verlies. Und lass dich drauf ein, bevor er dich erschießt, Digga. Mystiker, connect mit die Jaft, ist schon richtig Hammer. Das sag ich allen direkt weiter, vor allem meiner Mama. Yeah. Mama, ich hab dich echt lieb. Mama, du bist immer da, wenn ich die Bars bitte. Ullo Mullo mistet, gleich rappelt's in der Kiste. Von wegen Ullo Mullo, der mischt damit die Lager auf. Mitgebracht auch Mitgliedschaft, gibt's unser Sumpfkraut, das umhaut. Aber gib jedem nur einen Stängel.